Also das fängt schon seltsam an. Wo hat der diese Zombie? Ban Don Balbano. Wieso sind hier überall Schwänze drin, Alter? Oh mein Gott, das ist Thomas die Lokomotive. Was ist mit meiner Community? Ein Panzer? Moin, meine Freunde. Willkommen zu diesem wunderbaren Community-Event. Wir haben heute wieder was ganz Wildes für euch vorbereitet, denn ich möchte, dass ihr nochmal ein bisschen kreativ werdet. Ihr habt die ganze Zeit nur irgendwelche Katastrophen überlebt. Ihr müsstet irgendwie gucken, dass ihr gegen Zombieherden kämpft. Irgendwelche Kometenhagel ausgehalten und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde, jetzt ist es an der Zeit, dass ihr auf jeden Fall auch mal hier eine gute Zeit gemeinsam spielerisch habt, ja? Dass ihr nochmal ein bisschen kreativ seid und dass ihr hier wirklich die Möglichkeit habt, euch kreativst zu entfalten, oder Tobi? Oh ja. Wir haben heute was ganz Phänomenales für euch vorbereitet, denn es geht heute in den Weltall. Tobi, wann warst du das letzte Mal im Weltall? Ja? Es war doch nicht Weltall. Doch? Wir haben doch gesagt, ein Zug mit 100 Anhängern. Oh! Noch geiler. Oh! Lost! Ja, ich hatte das ein bisschen falsch in Erinnerung, Leute. Inspiriert ist das Ganze von dem guten RT Game, glaube ich. Richtig, Tobi? Der ja tatsächlich einen Zug hatte mit 100 verschiedenen Waggons. Und ihr sollt jetzt jeweils einen dieser Waggons bebauen. Das heißt, ihr könnt in die Waggons reinpacken, was ihr wollt. Ihr könnt dann ein Flugzeug draufbauen. Ihr könnt darauf Schiff reinmachen, Aquarien, Käse, irgendwas, was euch einfällt. Macht Hauptsache was Kreatives draus, ja? Und da würde ich sagen, Tobi, Requeste, komm. Also jetzt auch mal an der Stelle einfach an die Leute, die das Video hier sehen. Ihr müsst auf jeden Fall die Streams gucken, wenn ihr mitmachen wollt. Ihr versteht das, glaube ich, alle nicht. Revi? Wie kann man bei so einem Event mitmachen? Ja, Digga, ihr müsst einfach bei Twitch mal reinfolgen und dann im besten Falle subben und dann einfach mal mit zugucken. Ganz einfaches Ding, Leute. Ihr seht das hier, wie schnell der Server hier voll ist, ja? Da ist nicht mit, oh, ich kann aber heute nicht. Nee, die Chance nutzen und rein in die Masse, Tobi. So ein Ding ist es nämlich. So, jetzt wird Lokomotive gefahren. Ihr kriegt jetzt alle einen einzelnen Waggon zugewiesen, ja? Wir werden uns das Ganze morgen Abend im Hotel nochmal anschauen, meine Freunde. Unser endgültiges Urteil fällen. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass jeder von euch einen Waggon bekommt. Tobi, ich würde sagen, 3, 2, 1 und Start. Let's go, der Hase. Und das hier ist der Zug. Hier haben wir tatsächlich vier Lokomotiven, Alter. Vier Züge. Und jeder hat jetzt quasi seinen eigenen Waggon hier. Darf diesen jetzt bebauen. Manche Waggons sind geschlossen, manche sind offen. Und ihr könnt jetzt aus eurem Waggon machen, was ihr wollt. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier so erwartet. Bambus ist jetzt hier erstmal verwirrt und reißt jetzt hier erstmal sein Ding ab. Also nochmal, ihr könnt natürlich auch eigene Waggons bauen. Denkt nur bitte dran, Leute, dass ihr was Anständiges draus macht, ne? Nö. Da bin ich jetzt, also ich bin wirklich mal, bin ich jetzt erpicht und gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Es gibt Leute, die fangen noch gar nicht wirklich an. Der Typ hier sprengt, der hat seinen Waggon, der sprengt seinen Waggon in die Luft. Dennis, alles, brauchst du Hilfe, Dennis, oder? Dennis, also ich meine, interessante Herangehensweise. Ich bin gespannt, Alter. Digga, also ich, gut, also alle machen auf jeden Fall erstmal Folgendes, alle machen hier platt. Es geht also keiner hin und transformiert seinen Waggon. Das ist auf jeden Fall schon mal safe. Der Typ hat hier einen brennenden TNT-Pimmel hingemacht. Ja, die Leute, die scheinen geistig behindert zu sein. Ja. Glaube ich auch, ja. Generell bauen ja erstmal alle tatsächlich ihren Waggon komplett ab. Finde ich ein bisschen schade, dass keiner den erhält. Aber gut. Ich denke, manche hätten sogar ein Restaurant da reinmachen können und so. Aber ich glaube, ein paar behalten. Was ist das denn hier, Digga? Was macht er denn hier? Tobi? Ja. Also, das fängt schon seltsam an. Wo hat der diese Zombie? Oh, was? Hä? Guter Waggon. Okay. Ja, Bro, ich. Ja, ich bin mir da echt nicht sicher. Also, aber Digga. Könnte so ein Geisterzug werden, Alter. Das könnte geil sein, aber ich glaube. Don Balbano, was machst. Ach, Digga. Der macht eine Hüpfburg darauf, okay. Tobi, wieso ist der denn immer gewitelistet, Alter? Nein, Digga, der hat Glück, Alter. Das ist kann nicht Sub? Sein. Ja, natürlich ist der Sub. Der war aber sogar beim Ultratalent dabei. Ach, Mann, Digga. Belastend einfach. Digga, Tobi. Bauen Leute Pimmel rein. Ach, Mann, Digga. Baut doch mal bitte was Anständiges. Ich sag's dir so, wie es ist, Leute. Die Leute, die jetzt hier bewusst bauen, werden auf ewig von mir vom Stream-Event ausgeschlossen. So ein Ding ist das, ja? Nee, die dürfen so whitelisted werden und auf den Server joinen, aber wir machen irgendwie, wir programmieren was, dass die nur in so einem Bedrock-Cube sein dürfen. Ja, Mann, Digga. Also, Don Balbano, überleg dir bitte, ob du das wirklich so weiterbauen möchtest. Ja gut, wenn es eine Hüpfburg ist, eine coole, dann... Tobi, guck dir das an, das ist keine Hüpfburg, das ist einfach ein Haufen Don Balbano, ich bann dich auch weg, so ist nicht, ne? Ich sag, wie es ist, Don Balbano. Hör auf damit. Hier schreibt eine HIV hin. Hype Train. Der Hype Train, Digga. Ah, ich dachte, da kommt hin. Das ist cool. Oh, guck mal, der hier fängt an auf Knacks so mit einem Baum und sowas, Digga. Wild. Er hier versucht irgendwas, Digga, wenn das jetzt hier, ist das, was ist das hier, Nikolas? Wird das eine Leckmaschine? Ach, Digga, scheiß drauf. Der Typ hier ist schon, also Bro, alles easy 1. Bist du dir sicher, dass du fertig bist schon? Ach, Tobi, Mann, guck mal, weißt du, wir machen uns die Mühe und geben den Leuten die Möglichkeit, hier sowas zu bauen. Und der Typ hier,
Baut was Anständiges, Malaka. Digga, man muss aber sagen, die Züge und der an sich, das ist sehr gut gebaut und auch sehr gut programmiert. Und ja, so. Also, kann man ja noch sagen, Digga. Bild, ne? Bei Yorkshire und Bild, ja, bei Yazabot. Shoutout an die Ehrenmänner. Denisor, der einfach sein Wohnmobil in die Luft gesprengt hat, ist schon an der Stelle raus. Der hat einfach gequittet. Sein Wohnmobil? Ja, sein Zuganteil. Okay, also ich glaube, es wird interessant, Leute. Wir schauen da auf jeden Fall nochmal morgen Abend, würde ich sagen, rein, Tobi, oder? Wenn wir im Hotel sind. Ja. Auf Gnax. Dombalbano ist scheinbar schon fertig, Digga. Der kann auf jeden Fall weggebannt werden. Das mache ich jetzt noch direkt hier, Leute. Bann Dombalbano. So, Dombalbano, ich gebe dir jetzt 10 Sekunden Zeit oder ich bann dich weg. 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, er hat sich's anders überlegt, oder? Dämlicher Idiot, das hat nicht funktioniert. Dombalbano funktioniert. Er checkt es immer noch nicht. Es funktioniert nicht, Dombalbano. Digga, wie kann man so dumm sein? Zweiter Tag. So, Leute, es ist jetzt tatsächlich 2 Tage später. Wir sind nämlich gerade im Hotelzimmer. Deswegen haben wir auch keine Facecam. Digga, wir sehen aus wie Scheiße. Aber wir schauen uns jetzt hier gemeinsam mal das Ding an, ne, Tobi? Ja, Digga. Richtiger Podcast hier mit Minecraft. Service, ne? Irgendwie unfassbar cringe gerade. Fangen wir an mit diesem ersten wunderbaren, Digga, was ist das hier? Das ist einfach ein Anhänger mit... Na, alles cool mit so kleinen Wohnungen, aber die Vögel sind einfach... Das sind Boxen hier oben drinne. Das ist ein Stripclub. Ja. Ja, perfekt, Digga. Und dann haben wir hier nochmal... Oh, das ist aber cool gemacht, Digga. Wie ist das? Also... Ich bin Vegetarier, weiß nicht genau, was es soll, aber es ist auf jeden Fall ein Köftewagen oder sowas. Oh, das ist nice, guck mal hier. Nice, ja. Mit so Autos drauf mäßig, ja, wo so Autos transportiert werden. Hör auf, da werden Autos transportiert. Oh, das ist wild. Das ist leider nicht fertig geworden. Boah, Digga, das ist aber auch wild hier. Sieht dope aus. Das ist der Bambus-Express, ne? Guck mal hier. Tschüt. Guck mal hier, das Essen auf diesen Obstschalen. Alter. Also, es hat so ein geiler Essenswagen hier einfach. Ja, ne? Doch, sieht aber dope aus. Hier kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen. Dann haben wir hier einen Helikopter. Landeplatz. Also, hier hat sich jemand einfach eine Private Mansion hingebaut. Nicht schlecht, Digga. Oh, das ist aber geil gemacht. So militärwagenmäßig, ne? Ja, Digga, da hat auf jeden Fall jemand irgendwie militärischen Hintergrund. Ganz weirdes Ding. Der hat, ja. Hier mir nochmal einen richtig schönen Wagen. Hier sitzen halt nur die gleichen Leute drin einfach, ne? Ja, gut, aber das erwartest du. Also, oh, unnötiger Fakt ist das. In Anlehnung an den Zug von Wilhelm II in X. Ach. Ach, Digga, scheiß drauf. History. Ja, aber. Boah, das ist aber wild gemacht. Der, ja, ist richtig. Sieht sehr heimisch aus, Digga. Das ist wirklich so ein Zug aus der Zeit von Wilhelm II., wo der ins Exil nach Holland ausgegangen ist. Der, als ob die den Zug gebaut, der musste über die Grenze fahren, nur, Digga. What the fuck, sau dumm. Ah, hier ist ein Justin-Zug, iced out. Ja, lustig, Digga. Safe Dombalbano an der Stelle. Ja. Digga, wieso sind hier überall Schwänze drin, Alter? Ich muss sagen, ich machen darf, da ich Bilder bin. Das kann man nicht bei jedem Bauwert, nämlich raus. Die Wertung macht mich traurig. Das war gut, Yazaroth. Das hast du sehr gut gemacht. Das hast du gut gebaut. Sehr gut. Ist Yazaroth wirklich getroffen davon? Ich weiß es nicht. Hier hat jemand einfach ein Aquarium gebaut. Auch eine wilde Idee. Das ist ziemlich geil, oha, tatsächlich. Digga. Mit. Oh nein. Oh, Scheiße, der Arme, Digga. Try, Leute. Oh nein. Try, Leute, Moinmax hier. Sehr, sehr cool. Oh, hier ist so ein kleiner, so ein Hotdog-Wagen. Ah, oder so. Auf so einem Zug. Dann gibt es hier dann quasi so. Oh mein Gott, das ist Thomas, die Lokomotive. Das ist geil, Digga. Das ist wild. Das ist wirklich, wirklich wild. Digga, der hier ist natürlich wild hier, der Doppeldecker. Oh, der sieht richtig gut aus. Der sieht wirklich gut aus. Also, guck mal hier. Ja. Auch mit schönen Bildern. Ne? Ne. Sehr schön, Alter. Boah, der Enderdrachen. Die Idee ist geil. Die Idee ist geil. Umsetzung ist absolut guck bitte in den Zug. Okay, wir gehen mal rein, Leute. Wir schauen mal dran. Das ist wieder. Wieso baut ihr ständig Stripclubs, Digga? Wirklich? Strandmann. Achso, das ist Strandmann von unserem Let's Play mit Stripe Hacks, ja. Lol. Der, da ist ein Monster Zug drauf, wird oder? Wird so. Einfach gefressen von einem Drachen. Das ist eine geile Idee, Digga. Ja. Nice. Boah, ICE einfach. ICE-mäßig angelehnt hier. Sieht baba aus. Ja, das ist echt cool hier. Erste Klasse, aber sieht man ja, ne? Ja. Natürlich. Hier haben wir einen Zug, der. Ach, da will ich gar nicht drüber reden, Digga. Scheiß drauf. Hier nochmal so ein alter Classic-Zug. Sau schön, auch hier wieder mit dem richtigen Bild dazu. Oh, hier, Maxnomic Revinzeit. Oh, das ist mein Aufnahmezug. Guck mal, das ist meine Maus. Das ist eine Hase. Hier haben wir auf jeden Fall Akani nochmal drin. Digga, wieso über Akani? Voll nice. Hier wird eine riesige Banane transportiert. Das ist eine geile Idee. Aber ist echt geil. Aber nicht Bananensammler, Digga. Von 1 bis 4 findest du. Ich finde es eine 8. Auf hier. Ist auch Thomas. Ist auch Thomas die Lokomotive, aber auch wirklich. Also da ist eine Menge Crystal Meth geflossen, Alter. Alter, Thomas, alles gut bei dir, Digga. Nee, oh. Der mir gekündigt hat. Der sieht sehr wild aus. Der ist ziemlich wild hier, Digga. Guck mal hier. Holy shit, Digga. Boah, Digga, das ist eine. Wie kann man da reinballern? So schön, ne? So geil aus, einfach. So geil detailliert, Alter. Auch das hier ist eine geile Idee. Ja. Hier wird einfach mal eine komplette Landschaft transportiert. Machen wir weiter hier vorne. Oha. Digga.
Was ist mit meiner Community? Ein Panzer. Hier nochmal kleine Peniskanonen dran. Und hier ist eine riesige Katze drauf. Hype, das ist der Hype-Train, Digga. Ah, das ist immer geil. Das ist der Hype-Train, das ist Ballons nice. Und so. Ballons, es heißt Ballons. Sollen wir wieder diskutieren? Wollen wir uns jetzt schlagen hier, nein, oder was? Nein, bitte nicht. Ja. Hier haben wir einen Ikea-Zug. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber hier kann man auf jeden Fall einkaufen gehen, in einem Zug. Imagine, du bist in einem Zug und da ist dann einfach ein Ikea drin, Digga, what the fuck. Hier haben wir nochmal so einen Österreich-Zug. Denise. Österreichische Jause. Österreichische, achso. Denise. Ja, hier ist ein Jausenzug, nicht schlecht. Hier nochmal so ein Aquarium-Train. Ja. Nicht schlecht mäßig. Also, ja. Doch, eigentlich ziemlich schlecht. Das hier ist so ein, boah, Digga, ist so ein, guck mal, asiatisch, ja. Chinesisch oder geil, japanisch. Digga. Japanisch ist es. Ja. Mit so einem Automaten, wo man hier Yen, Sushi kaufen kann und Popcorn. Hier gibt's Ramen zu kaufen. Geil, Alter. Das ist wild. Das ist sehr wild. Hier liegt auch über Sushi rum. Geiles Ding. Da hat jemand einfach seinen Garten mitgenommen. Ja, genau das. Aber die Message kommt an, oder? Ausrufezeichen Prime. Auch voll besetzt, der Zug hier. Das ist der Pride Train, finde ich auch sehr cool. Der ist von innen sehr leer. Pride Wagon, finde ich aber cool, finde ich wichtig. Und es ist wichtig, dass wir das mit drin haben, auf jeden Fall. Das sieht geil aus, Digga. Auch cool, so ein Terrarium-mäßig, ne? Ja. Hätte man noch so Panda-Bären reinmachen können, eigentlich. Nee, weil Panda-Bären im Zug sind nicht erlaubt. Genau. Warum? Den müssen wir wegbauen, glaube ich. Warum? Der hat jemand einen Zug auf einen Zug gebaut. Ist derjenige dumm? Aber es ist absolut wild. Absolut stonks, wirklich. Hier haben wir so ein Outdoor Express. Oh, hier sind Panda-Bären. Sind nicht verboten. Hast du gesehen, ne? Hier wieder ein Panzer. Ein U-Boot, die Yellow Submarine wieder, Digga. Wie geil. Sehr, sehr cool. Die war letztes Mal schon da, die Yellow Submarine. Weißt du das? Ja, ja, ja. Geil, Alter. Wie cool. Echt. Geiles Meme. Nemo Express hier, guck mal. Wirklich echt nice gebaut alles, all in all, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziemlich fresh. Also ich wüsste jetzt nicht, wer Gewinner ist. Vielleicht können wir den heute Abend im Stream, das schaue ich mir das nochmal genau an. All in all, wirklich, wirklich nice. Ziemlich kreativ umgesetzt und weniges frei geblieben. Das finde ich sehr, sehr stark. Muss ich an der Stelle einfach mal sorgen. Schaut euch das nochmal hier ganz kurz in der Flucht an, Leute. Ganz, ganz wilde Nummer hier, ja. Und ich würde sagen, Leute, das war's von diesem arschgeilen Video. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da. Und sayonara, meine Freunde. Sayonara. Tschüss.